Jetzt gehen wir erst hier zurück und wie gesagt, dann auf nach Venedig. Das, was wir eigentlich schon die ganze Zeit wollten, hat sich jetzt irgendwie alles ein bisschen verzögert. Aber waren halt wieder so ein paar Nebensachen dabei, die ich auch gerne, gemacht habe. So, das sollte mir eigentlich direkt da sein. Ja, ja, mit dem Medici-Umhang, den haben wir ja jetzt. Dann reiten wir hier gleich mal durchs Gemüse. Ist hier noch irgendwas? Nope. Darf ich auch da einfach hoch? Nö. Das ist natürlich gesperrtes Gebiet, klar. Aber so eine gewisse Wiese, da darf ich auch nicht hoch. Hä, aber warte mal. Haben wir da jetzt schon falschen Weg genommen? Weil eigentlich... Ja, genau, okay, da einfach entlang. Es sah jetzt nicht danach aus, als würde es da wirklich entlang gehen. Das kritische Status ist von MH geklaut. Es ist ein bisschen was anderes. Außerdem, nur weil es kritische Status heißt, muss es ja nicht unbedingt das gleiche bedeuten. So, ja, ich will in die Berge reisen. Das ist definitiv das, was ich machen will. Rüstung zerbrochen, suche einen Schmied auf, der sie, um sie reparieren zu lassen. Okay. Ach so, wenn dann meine Dings, wenn dann meine maximale Gesundheit runtergeht. Ja, okay. Aber so weit soll es ja nicht kommen. Dass die Rüstung tatsächlich kaputt ist. Oh, oh, Leonardo! Ezio? So ein Glück! Ich habe hier ein kleines Problem. Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich weiß, wie man es repariert hat, aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Was ist das für ein Ding? Hä? Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Nichts, nur eine Idee, an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist es? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach, zum Teufel. Ich halte das nicht aus. Ezio, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt. Komm, ich fahre. Aber ich habe doch noch nicht mal gesagt, wohin ich will. Romagna-Ausflug. Leonardos Kutsche nach Venedig fahren. Das werden wir tun. Venezia, so eine schöne Stadt. So viele Inspirationsquellen. Ponte del Rialto, Piazza San Marco, La Senale. Was ist? Wir sind nicht allein. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgias Männer. Warum? Was wollen sie von uns? Ich denke, sie wollen unseren Tod. Leonardo, versteck dich! Den Angriff Borgias überstehen und sicher in Romagna ankommen. Okay. Wie? Aus dem Gleichgewicht bringen. Oh Gott. Ah! Ja, ja, tue ich schon. Pass auf, lass die Kutsche nicht kippen. Einerseits soll ich die Kutsche kippen lassen, andererseits soll ich sie nicht kippen lassen. Entscheide dich. Na also. Oh Gott. Na, da ist eine Wand. Oh Gott. Das war gefährlich. Na komm schon. Oh, wow. Das wäre beinahe komplett schief gegangen. Ah, meine Güte. Nicht mal so einen schönen kleinen Ausflug dürfen wir hier machen. Du kommst ja auch nicht. Du hast dir einen sehr schlechten Zeitpunkt überlegt. Oh Gott. Ah, da so. Jetzt hör auf, da entlang zu klettern. Lass uns einfach in Ruhe. Nein! Ah! Diese blöden Straßensperren hier auch überall. Wer hat diese Straße hier gebaut? Oh, toll. Die Brücke brennt. Das wird ein bisschen hart. Die Brücke brennt. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Okay, und weiter geht's. Jetzt auch noch mit... Oh, mit Explosionspfeilen? Was zur Hölle? Was sind das für Pfeile? Oh Gott.
Napalmpfeile einfach. Ah, da komme ich nicht entlang. Au. Das war ziemlich fies. Kann ich eigentlich irgendwie bremsen? Keine Ahnung. Na, großartig. Jetzt kommen die Typen auch noch. Lass mich einfach in Ruhe. Okay, da fallt ihr runter. Nein, nicht? Wow. Ich meine, ich kann nicht gleichzeitig die... Au. Einerseits soll ich die Typen umwerfen, andererseits soll ich dann aber auch nicht gegen die Straßensperren fahren. Ist alles nicht so einfach. Oh Gott. Das ist... Na, jetzt kommt schon. Oh, mehr Napalm. Okay, er ist runter. Einer ist noch drauf, aber zwei sind auch noch hinter uns. Das nächste Problem. Das war fies. Oh Gott. Ah, haha. Nein, nein, nein. Ah, da ist schon wieder so ein Typ. Weg mit dir. Napalmpfeile. Ah, der ist noch nicht mal drauf. Jetzt aber. Okay, na also. Los, Leonardo. Sie wollen mich. Nicht dich. Ich treffe dich später wieder. Okay. Dann zeigt mal, was ihr hier drauf habt. Da ist er. Dumm gelaufen. Mo, töten. Okay, ja. Na, also, das war mal ein Bein. Und jetzt soll der nächste wieder angreifen wollen, ja. Oh, der dicke Typ. Au! Wieso kämpfen wir eigentlich nicht damit? Weil man damit, glaube ich, nicht kontern kann, oder? Doch, kann man. Na, also. Uhuhu. Das muss wehgetan haben. Das war dein Ende. Das war dein Ende. Und ich mache mal so voll platt. Du hast da wenig Chancen. Hallo? Und tschüss. Schade. Ja, der wehrt das alles immer schön ab. Ja. Au. Der Ruhm gebührt mir, dem Großen. Dem Großen war's. Dem großen Vollidioten. Okay. Damit haben wir die erledigt. Meine Güte. Fiese Typen. Und da will jemand definitiv nicht, dass wir nach Venedig kommen. Die haben Glumanda, ja genau. Auch möglich. Glumanda mit Napalmatem. um mal eines meiner Lieblingsbücher zu zitieren. Bremsend, wir sind doch hier nicht bei der Führerscheinprüfung. So, schnappen wir uns hier mal das Pferdchen. Und dann reiten wir mal schnell Leonardo hinterher. Omega-Ausflug synchronisiert. Sehr schön. Wieso darf ich da eigentlich entlang? Rennen freigeschalten. Na, Rennen brauche ich da jetzt gerade nicht unbedingt nochmal. Ein Auftragsattentat. Was passiert denn hier alles? Kuriermission freigeschalten, das ist alles sehr, sehr schön. Aber wieso Schlägereien freigeschalten? Das sind eh die besten Sachen. Ich habe mir schon immer gewünscht, eine Schlägerei freizuschalten. Ach, großartig. Wunderschön. Und damit sind wir jetzt, glaube ich, schon in Venedig. Schauen wir mal. Sieht gut aus. Zumindest so teilweise. Okay. Voll die Horrormusik hier. Da versuchen wir jetzt wenigstens mal oder überhaupt mal irgendwie in die Stadt reinzukommen. Gibt es doch bestimmt einen offiziellen Weg. Wir sollten jetzt vielleicht nicht gerade übers Wasser gehen. Ich meine, können wir hier?
Enzio ist ja zum Glück nicht mehr wasserscheu, wie ich gerade eben schön beweisen konnte. Aber ist es vielleicht doch nicht die beste Möglichkeit. Hier sieht es doch so aus, als könnte man entlang. Man muss die Leute mit dem Pferd überrennen, ja. Geht es dort etwa Ponita? Da geht's rein, na also. Ich wusste doch, dass es irgendwo einen besseren Weg gibt. Da haben wir aber auch einen Aussichtspunkt. Ich glaube, den holen wir uns direkt zuerst. So einen Aussichtspunkt zu haben, ist meistens immer das Sinnvollste. Und ein bisschen Geld. Geld schadet auch nie. Auch wenn es bloß 300 Florin sind. Ja. War irgendwie klar. Das ist ja irgendwie so die Lieblingszahl. Da weiter nach oben. Das sollte jetzt eigentlich auch nicht... Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt auch nicht schwer sein, da hochzukommen. Na, also. Dann haben wir hier mal den Außenbereich erkundet. Das kann schon, oder zumindest abgescannt. Das kann schon helfen. Karte aktualisiert. Ich habe 47 oder 4795 Florin. Okay, ist das was Tolles? Forli. Okay. So, oh nein, nicht die Barden. Kurz anrumpeln. Okay. Die Bilder, ja, die Bilder will ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Die bringen mir gerade noch nicht so viel. Damit kann man halt auch schön den... Oh Gott. Damit kann man auch schön den Wert der Villa steigern, aber bringt gerade eben nicht so viel. Vor allem die hier zu kaufen, weiß ich halt nicht, ob das sinnvoll ist. Wobei doch, ich glaube, Bilder muss man in jeder Stadt extra kaufen, oder? Das ist meine Attacke auf Level 1. Okay. Wusste ich jetzt nicht. Okay. Nächster Abschnitt synchronisiert. Wir haben dort hinten auch gleich wieder ein Assassinengrab. Müssen wir uns dann natürlich auch noch holen. Wo ist der Haufen dort? Okay. Ich habe immer so ein bisschen Panik davor, dort runter zu springen, wenn ich selber den Dings nicht finde. Oder selber den Schmied. Wenn ich selber den, na, den Heuhaufen nicht finde. Nein, lass mich in Ruhe. Da haben wir auch wieder einen Punkt zu finden. Oh, da haben wir auch viele Nebenquests hier. Ich will aber auf jeden Fall erstmal hier hin, um mir ein bisschen, ja, Leben zu holen. Ja, heilen, perfekt. Jetzt haben wir die schöne Zahl wieder kaputt gemacht. Gehe ich dann nach oben, hole ich mir kurz den Aussichtspunkt. Eigentlich ist es ja echt immer sinnvoll, die Aussichtspunkte alle zuerst zu holen. Ja, komm, das machen wir schon. Hier bringt's irgendwie gar nichts. Aha. Vielleicht kommen wir einfach über die Seite entlang. Ja, das könnte funktionieren, aber nicht von dem Schornstein, sondern von hier aus. Ja, perfekt. Ich bin der stärkste Pokémon aus Gen 2. Meine stärkste Attacke ist Hyperpumpe mit... Okay, wow. Stärke und speziell. Ja, wusste ich jetzt nicht, dass das tatsächlich so ist. Dass Kanimani der stärkste Pokémon ist. Nee. Das ist alles irgendwie nicht das, was ich da ist, das, was ich haben will. Na also. Sehr schön. Wer bekommt spirituelle Zuwendung? Was quatscht der Typ dort unten? Na, jetzt bin ich eh gleich so weit oben.
Fick, ich sag da irgendwie was anderes. Ich hab keine Ahnung. Muss ich da ganz nach oben? Oh ja, da ist der Adler. Da entlang, oder? Da so reingreifen? Nein? Hätte ich jetzt so gesagt. Wo komme ich dann hier entlang? Ah, da, okay. Die Stufen habe ich nicht gesehen. Bin ich nicht aber in der Seite hochgekommen? Ne, ich glaube, es war die andere Seite. Oh Mann, okay, damit haben wir auch wieder hier einen schönen Ausblick. Dass wir uns auch, ja, immer die höchsten Gebäude aussuchen, ne? Dann synchronisieren wir mal. Sieht nicht sehr bequem aus, was er da macht. Dort ist ein Heuhaufen. Upp. Oh Gott. Au. Klatsch. Von den höchsten Gebäuden sieht man halt das meiste. Ja, so ist das. Da haben wir nochmal eine Codex-Seite. Nein, Bart ist schon wieder hinter mir. Lass mich in Ruhe, geh weg. Na, Freunde, was geht? Wieso habe ich eigentlich die falschen Waffen? Ich will doch die Waffen haben. Ey. Ich habe 4 ungelöste Morde und 2 Einbrüche. Wenn ich dir die Zunge rausschneide und dich verhafte, werde ich vielleicht befördert. Ja, zum Toten. Du hast eine schöne Beförderung bekommen. Das war einfach. Schön. Nächste Codex-Seite. Ich weiß irgendwie bloß nicht. So. Ich weiß bloß irgendwie nicht mehr, wie man rennt. Was ist meiner Meinung nach? Es gibt natürlich Stärke und Hydropumpe hat nur 120 Stärke. Allerdings kann ich mit der letzten Entwicklung von Kanimane legendäre Pokémon besiegen. Ich kann mit ihr am besten umgehen. Na gut, klar, es ist halt ein Dings. Das ist halt ein Starter-Pokémon. Die sind halt schon immer stark. Das ist definitiv so. Und ja, ansonsten, ich kenne mich da nicht genügend aus, um da irgendwas dazu zu sagen. Kann gut sein, kann aber genauso gut nicht so sein. Aber ja. Ja, gut, klar. Ich denke schon, dass er, dass man davon ausgeht, dass es die volle Entwicklung ist. Den Zettel können wir mal abmachen, bevor wir hier gesucht werden. Das ist nie so schön. Das habe ich noch nie gesehen. Ah, und genau, jetzt dort entlang. Deswegen war ich hier hinten, weil ich dort entlang wollte. Aber wo müssen wir denn da jetzt hin? Irgendwo hier doch wieder ins Marschland. Aha. Los, Pferdchen. Reiten wir hier mal ein bisschen entlang. Wow, okay, Supersprungpferd. Entschuldigung. Ist zum Glück nichts passiert. Ich habe doch vorhin von Discord geredet, weswegen hast du nicht zugehört? Nein, ich habe keinen. Ich höre ihn. Ich sehe ihn nur nicht. Dahin, 49 Meter. Aber wie gesagt, ich hab doch vorhin darüber geredet, dass ich es noch keine Zeit dafür hatte. Also ich kletter auch immer auf hohe Gebäude, wenn es mir, wenn es mir zu peinlich ist, nach dem Weg zu fragen, ja. Oh, was ist das? Ja, ich will das nur plündern. Du hast nichts gesehen. Toll. Hat sehr viel gebracht. Na? Ja, ich bin ja schon da. Hab Dank, Ezio. Du hast mein Leben gerettet. Ich tat, was ich tun musste. Du hättest dasselbe getan. Das bezweifle ich. Tapferkeit ist nicht meine Stärke. Ich schulde dir etwas. Di niente. Tutti a bordo! Wir legen bald ab! Das ist die Fähre. Venedig erwartet uns. Wo ist euer Pass? Welcher Pass? Du hast keinen Pass? Ihr könnt Venedig nicht ohne Pass betreten. Wer hat euch eingeladen? Niemand. Basta. Kein Pass, kein Zutritt.
Keine Sorge, Leonardo. Mir fällt schon was ein. Steht da nicht so rum! Ich brauche Hilfe! Alle an Bord, der schreienden Frau helfen, zurück in den Hafen zu gelangen. Okay, wer ist die schreiende Frau? Wo kommt die jetzt her? Was passiert hier? Ein Boot beschaffen. Ach da. Okay, also sie ist in Schreireichweite? Was soll das hier überhaupt los? Nehmen Ruder ins Boot, das Kreis drücken. Okay, die gestrandete Frau retten. Wie? Wiederholt. Ach, okay. Ach, langsam drücken. Das sah gerade ein bisschen komisch aus. Wer kennt sie nicht, die schreiende Frau, ja? Allseits bekannt. Wow. Schub. Oh, das ist zu viel Schub. Wie kann ich anhalten? Okay, passt. Madonna. Oh, ihr seid gut. Sicher habt ihr Schlag bei Damen. Ich wollte niemanden beeindrucken. Nur eine Dame aus der Not retten. Und genau darum beeindruckt ihr. Und ihr seid Messer... Auditore. Aber bitte, nennt mich Ezio. Ich heiße Katharina. Nun, Ezio... Müssen wir eine angemessene Belohnung finden? Habt ihr etwas Besonderes im Sinn? Da gibt es vielleicht etwas, wobei ihr mir helfen könnt. Ich bin ganz Ohr. Schub. Okay, ja, sie ist ganz Ohr. Wir müssen wahrscheinlich erstmal da drüben hinkommen. Wusch. Das ist irgendwie, die Bootsteuerung ist irgendwie voll cool. Ja, Signora. Wie ihr wünscht, Signora. Er wird euch nicht mehr belästigen. Ich hab das erledigt. Hab Dank, Katharina. Vielleicht sehen wir uns wieder. Solltet ihr euch jemals in Forli wiederfinden, wäre es ein Vergnügen, euch zu treffen. Und ich freue mich auf eure Gastfreundschaft. Bitte nehmt meine untertänige Entschuldigung an, Signore. Ich wusste nicht, dass... Das ist schon gut, mein Freund. Okay, sehr schön. Eine unerwartete Reise. Damit haben wir uns scheinbar mächtige Freunde gemacht. Sequenz 6 beendet. Und damit können wir jetzt... Was sie wohl mit dem Typen gemacht hat. Und damit können wir jetzt nach Venedig reisen. Und ja, bevor wir uns hier eigentlich in Forli weiter umschauen, können wir eigentlich auch nach Venedig Vorsicht, gehen. Ezio. Weißt du, wer das war? Meine nächste Eroberung? Wohl eher nicht, Ezio. Das ist Katharina Sforza, Tochter des Duca di Milano. Ihr Ehemann ist... Ehemann? Sie. Ihr Ehemann ist Statthalter von Forli. Diese Frau ist genauso gefährlich, wie sie jung und schön ist. Klingt genau nach der richtigen Frau für mich. Alles in Ordnung? Besser als das. Du machst erstaunliche Fortschritte. Erstaunlich würde ich nicht sagen. Aber warum hören wir dann auf? Ein zu langer Aufenthalt im Animus hat, Nebenwirkungen. Ha, super. Du musst dir keine Sorgen machen. Du hast keins der Symptome gezeigt. Symptome? Was für Symptome? Ach, Bewusstseinsminderung, zeitweise Halluzinationen, Persönlichkeitsspaltungen, Realitätsverlust und so. Und das soll heißen, dass... Das soll heißen, Desmond. Wenn du nicht aufpasst, brauchst du bald keinen Animus mehr, um deine Vorfahren zu treffen. Was gar nicht so schlecht wäre, solange man es kontrollieren kann. Nur das konnte bisher noch keiner. Subjekt 16. Wir sind vorsichtig, Desmond. Die haben ihn viel zu lange im Animus gelassen. Tage manchmal. Wir passen auf dich auf. Das hoffe ich. Außerdem habe ich gehofft, wir könnten deine Fähigkeiten testen, um zu sehen, ob du etwas von Ezio gelernt hast. Geht klar. Cool. Komm runter, wenn du bereit bist.
Ich finde es sehr interessant, dass sie es bisher noch nicht geschafft hat, sich umzuziehen, dass sie immer noch das blutige T-Shirt anhat. Okay, dann würde ich sagen, machen wir die Stelle hier noch schnell. Runter heißt es, glaube ich, in diese Richtung. Was ich demnächst in Geschichte... Was weißt du über Kanimani, meine nächste Eroberung? Was zur Hölle? Vor allem, wieso über Kanimani? Wieso sollte ich das deine Geschichtslehrerin fragen? Lehrer, Lehrerin, wie auch immer. Und, wie ist der Plan? Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Komm mit. Na dann. Abstergo ist da draußen und sucht nach uns. Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hier finden. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Hey, komm schon. Ein kleiner Tipp. Mach die Augen auf, Desmond. Okay. Sorry. Ist es immer schwierig, wenn man einfach bloß kurz drüber fliegt. Beliebige Taste drücken. Jetzt habe ich es verstanden. Aha. Ich habe eine Taste gedrückt, aber es hat sich nichts getan. Dann drücken wir noch weitere Tasten. Wow. Hi, Pferd. Irgendwie nicht das, was man sehen sollte. Lucy, ich sehe Dinge. Dauern die Halluzinationen länger als 30 Sekunden? Nein. Dann mach dir keine Sorgen, das geht vorbei. Super. Und? Wie schlage ich mich? Du beherrschst jede einzelne von Ezios Fähigkeiten. Die Anpassungsrate ist fantastisch. Noch ein, zwei Tage und wir sind fertig. Gut, aber sag mir, warum Ezio? Warum Italien? Ich meine, wir hätten zurück zu Altair gehen können. Ihm durch seine Jugend folgen. Es fing mit 16 an. Ah, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich habe seine Dateien gecheckt. Liddick hat ein paar seiner Sitzungen markiert. Verschiedene Vorfahren, verschiedene Daten und Orte. Afrika, der Mittlere Osten, aber gegen Ende war er von Italien besessen. Schätze, er wusste von der Gruft. Ein paar seiner späteren Animus-Aufzeichnungen fehlen. Und die, die wir haben. Nach allem, was die Templer ihm angetan haben. Nach allem, was ich ihm antat. Es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten schon. Und er würde vielleicht noch leben. Also such dir nach dem Kodex und dem Gewölbe. Ich wusste, du hast einen Vorfahr in Italien, der im Zentrum der Sache steht. Mhm. Aber ich habe mir da nochmal ein bisschen was rausgefunden. Weil ja, sie war ja die längste Zeit auch, ja, damit dabei. Haben wir irgendwo eins vergessen? Hey, hier drüben! Was ist wo hier drüben? Wo ist sie denn? Da. Sagt, haben wir irgendwo eins vergessen? Oder sind wir fertig? Reden wir mal mit ihr. Hier drüben, Desmond. Ja? Gut, ich denke, wir sind fertig für heute. Ruh dich etwas aus. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Ich mag dich. Okay. Jetzt nur die Frage, wo gehen wir hin? Folgen wir ihr? Ich habe keine Ahnung, gute Nacht ist zwar schön, aber was bedeutet das? Das bedeutet, oh, Templer, hi.
Das ist alles nur nicht normal. Was zum Teufel? Was ist das? Wo bin ich? Das ist Akon. Und Alter Ihr. Wie zur Hölle. Ich bin nicht mal im Animus. Ich muss eingeschlafen sein und einen völlig abgedrehten Traum haben. Hab ja auch ewig nicht geschlafen. Sollte mich nicht überraschen. Das muss ein Ziel sein. Die Frage ist, wer ist das? Folgen wir ihr mal. Und überall die Tempelritter. Ich bin dir auf den Fersen. Sie ist irgendwie auch nicht wirklich so schnell, ne? Und Hallöchen ab. Schön, dass du dabei bist. Okay, wo führst du uns hin? Oh nein! Sie schubst uns auf jeden Fall runter, das ist die Sache. Na toll. Die Frage ist, wo ist sie jetzt hin? Dort nach hinten, okay. Oh, das ist der Dings. Das ist der Militärstützpunkt. Da haben wir den einen Typen getötet. Ich habe leider nur vergessen, wen. Ich glaube, den Stadthalter von Akon war das. Der Typ, der unter Löwenherz stand. Ich glaube schon. Dort entlang. Ich hätte mal eine Frage. Was ist Painkiller? Beziehungsweise was für eine Art Spiel ist das? Oh, das ist schwierig. Das ist ein First-Person-Shooter, ein Höllenmonster umklatschen, ja. Kennst du Doom? So in der Richtung. Wie gesagt, es ist schwierig, das jetzt zu beschreiben. Okay. Da komme ich hoch. Also so ein First-Person Doom ist richtig nice. Ja, so in der Richtung. Wie gesagt, halt so ein, ja, wie soll man sagen, so ein, Wellen, so ein, Wie gesagt, ich kann es gerade schwer beschreiben. Ah, ich hatte damals schon Probleme, hier hochzukommen, ne? Wie ging das hier bei der Laterne hoch? Wie gesagt, ich glaube, im Originalspiel war das auch schon furchtbar dämlich. Weil hier so einfach, oder? Geht das? Hier so? Nee, da entlangspringen geht nicht. Da aber festhalten geht auch nicht. Ich muss hier hoch. Das ist der Weg. Ich weiß nur nicht wie. Vielleicht so ein bisschen seitlich daneben dran? Nee. Jetzt, na also. Okay, da weiter nach oben. Hier müsste es, ich wollte gerade sagen, da müsste es auch einen Punkt geben, wo man nach oben kommt. Hier noch einfach die Tür, ja. Wenn es so einfach wäre. Wenn es so einfach wäre. So, und hier müssen wir jetzt die richtige Seite finden. Das wäre dann wohl die. Schön, dass da jemand ein Fenster hingebaut hat. Das hilft uns natürlich ungemein. Hey, die Frau aus Akon. Wie hieß sie noch gleich? Maria, ja. Was er wohl von der will? Wow, okay, das überrascht mich. Moment mal. Warum folge ich nicht Alter ihr? Ich sitze hier mit Maria fest. Oh, Scheiße. Das bedeutet, was für ein abgefahrener Traum.
Die Frage ist bloß, ich weiß gerade nicht, wer Maria ist. Die Frau aus Akkon. Aber ich kann mich gerade nicht mehr ganz erinnern. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir... Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Träume. Gut. Dann mach dich bereit. Wir sehen uns gleich. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Entschuldigung, lange Nacht. Was für ein Profi, was für eine Arbeitsmoral. Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? Sean, bitte, das reicht. Okay. Sie hat es immer noch nicht geschafft, sich umzuziehen. Es ist eine komplette Nacht vergangen. Was ist los mit dir? Hey. Hi. Alles okay? Ja, alles klar. Alles super. Sicher? Wir haben gestern noch 2 Teams verloren. Noch 8 von uns einfach weg. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Erinnerst du dich, was du mir sagtest? Du musst glauben. Und schau, hier sind wir sicher, ganz sicher. Und wie lange? Wenn sie uns finden, was ist dann? Wenn das passiert, wenn es passiert, erledigen wir das schon. Ich beschütze dich. Egal. Genug gejammert für heute. Ich mach mich an die Arbeit. Solltest du auch. Noch nicht, erst belästigen wir noch alle. Außer sie. Da kommen wir dann bloß in den Animus. Können wir mit ihm nochmal quatschen? Hat er nochmal irgendeinen blöden Spruch abzugeben? Nö. Okay. Dann gehen wir in den Animus. Ja, wir machen nochmal ein bisschen. Kleines bisschen machen wir noch. Die Sache ist es bloß, ich habe bloß keine Ahnung mehr, wer diese Maria war. Also irgendwie kannte man die aus dem ersten Teil? Keine Ahnung. Was? Aktion beendet, der Sicker-Effekt, was? Sicker-Effekt? Okay. Das erste, was uns gesagt wird, dass unser Umhang nicht aktiv ist. Das ist super. Die erlauchteste Republik Venedig. Damit sind wir hier angekommen. So wie du vorhin ganz anwesend. Schon bei Assassin's Creed 3 angelangt. Ja, schon durch die Reihe durch und nochmal neu angefangen. Jetzt sind wir gerade wieder hier. Ah, und wir haben ein bisschen Geld in die Truhe bekommen. Sollen wir mit ihm sprechen? Wahrscheinlich schon. Was gibt's? Messer Da Vinci. Ja? Buongiorno. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donna bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? Benvenuto? Genau. An einer Stadtführung durch Venedig mit Alvis teilnehmen. Ja, das machen wir doch gerne. Ah, Venedig. Als New Game Plus, ja. Welcher andere Ort ist so schön, so stabil, so perfekt? Da will ich mir kurz mal angucken oder nachgucken, was das für ein Typ ist. Alvis da Villadino. Geburtsjahr 1441, Beruf Kofferträger. Alvis war gebürtiger Venezianer und arbeitete mehrere Jahre als Kofferträger, bis er überzeugt von der Überlegenheit Venedigs zur Marine ging. Im Jahr 1500 hatte er die Aufgabe, die Festung von Modon gegen die Türken zu verteidigen. Nach einem heftigen Trinkgelage wurde Alvis eines Morgens von türkischem Kanonenfeuer geweckt. Die Stadt wurde angegriffen. In Panik rannte er über das Deck, stolperte, stieß sich den Kopf und ertrank. Nein! Oh, wie mies! Was ist das denn für eine Todesgeschichte?
Als klar wurde, dass Venedig die Schlacht verloren hatte, wurde er vom Kapitän des Schiffs der Unachtsamkeit beschuldigt und aus allen Logbüchern der Marine gestrichen. Wow. Warum sieht dein Hemd so modern aus? Ja, das ist bloß jetzt wieder modern. Das war früher halt so. Oh, wie mies ist das denn? Aber woher weiß man das dann? Also ist das echt so? Normalerweise sind es ja echt alles immer Dings. Alles immer nach echten Begebenheiten. Aber wenn aus seinen Logbüchern alles gestrichen wurde, woher weiß man dann von ihm? Das frage ich mich. Aber es war es auf jeden Fall wert. Kommt, der arme Kerl. Ich zeige euch ihre Wunder. Unser erster Halt, die Rialto-Brücke. Seht, wie elegant sie sich über den Canale Grande spannt. Ein Symbol für den Stolz und die Einheit Venedigs. Mhm. Lasst uns weitergehen. Oh Gott. Da wären wir. San Giacomo di Rialto. Die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Und der Uhrenturm. Magnifico. Oh ja, die ist mächtig. Kommt, kommt. Es gibt noch mehr zu sehen. Aber ich bin schon unterwegs. Keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt... Du solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Oh, hier gehen also ein paar interessante Dinge vor sich. Ja, mal sehen, ob wir Venedig ein bisschen aufrütteln können. Leonardo? Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey, pass doch auf, verdammt! Na, großartig. Vor allem, wieso geht er nicht hinterher? Und hier haben wir den Palazzo della Seta, Heimat Emilio Barbarigos. Eigentlich ist er durchaus sehenswert, aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand, teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Ha, Unfug, wenn ihr mich fragt. Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Hier, bitteschön. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Okay, wie wir schon gesehen haben, hier gehen einige schlimme Dinge vor sich. Du hast dein Geld einfach noch. Was hat sie denn geklaut? Keine Ahnung. Ich dachte, sie hätte mein Geld geklaut. Vielleicht hat sie uns ja was zugesteckt. Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser Da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf, es ist perfekt, als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. So, da wären wir. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Codex-Seiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht dir immer offen. Grazie, mein Freund. Di nulla. Ich wusste noch, dass da ein fieses Quicktime-Event kommt.
Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Okay, damit haben wir auch Pat, Pat, Pat. Richtig gut. Emilio Barbarigo. Emilio Barbarigo. Titan der venezianischen Industrie, Schrecken der Unterwelt. Unterstützt von seiner Familie, brachte er den Markt mit geschickten Schachzügen, wie die Konkurrenz zu verdrängen und Lobbyarbeit, unter seine Kontrolle. Er gründete die venezianische Polizei fast ganz alleine. Er machte die Straßen wieder sicher und seine Finanzen steuerfrei. Emilio behauptete, ein Unterstützer der Republik zu sein. Das Problem ist, wenn dir die Polizei gehört, werden Wahlen schnell lästig. Und die Opposition sowieso. Führer der Handelsgilde, Adliger. Ja. Es ist mit zu viel Macht. Kommen manchmal die schlimmsten Dinge. Wieder schaut. Grundlegend, ich meine, so im Grunde genommen ist so, ja, okay, er will alles richtig machen, aber nutzt dafür halt krasse Dinge. Und jeder, der nicht auf seiner Seite ist, der muss halt sterben. Und das ist nicht die schönste Art. Oh Gott, hi. Nichts passiert. Auf jeden Fall. So, ich würde aber sagen, dass wir... Was? Jetzt tötet er erst welche von der Polizei, bitte. Ich gehe jetzt nicht einfach so durch Venedig durch und töte einfach irgendwelche Polizisten. Das ist keine gute Sache. Ich würde aber sagen, dass wir für heute mal... die Sache wieder beenden. Aus großer Kraft folgt großer Wahnsinn. War richtig das Zitat, oder? Teilweise, ja. Im übertragenen Sinne. Ja, wir machen jetzt Schluss. Was genau ist After Dark? After Dark, genau. After Death. Das ist ein nicht-lineares Jump'n'Run, beziehungsweise ein Metroidvania-ähnliches Spiel. Wie gesagt, wir beenden damit erstmal Assassin's Creed 2. Wir haben Venedig erreicht, auch wenn es eine Weile gedauert hat. Hat es jetzt doch endlich funktioniert. Wir haben nochmal einige Zwischensequenzen bekommen, nochmal ein paar andere Sachen gemacht. Aber grundlegend sind wir jetzt hier und haben damit so einen kleinen neuen Spielplatz, sage ich mal. Den wir hier erkunden können. Und es gibt hier definitiv viel zu erkunden, weil Venedig ist groß, wenn ich mich richtig entsinne. War das alles hier Venedig? Ich habe irgendwie so das Gefühl. Na, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall noch interessant. Der Tag wird sich noch angesprochen fühlen, ja. Muss mal vorsichtig sein. Wie gesagt, wir haben hier einiges zu erkunden. Wir haben einiges richtig zu stellen. Barbarigo, glaube ich, scheint ja schon so ein ziemlicher Drecksack zu sein. Mal sehen, ob wir uns um den kümmern werden. Ich weiß nicht ganz, ob er ein... Ist er ein Templer? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Er ist ja nicht der, nach dem wir suchen. Oder? Oder doch? Wir suchen auf jeden Fall ja noch nach dem Kuttentypen. Aber ich bin mir gerade gar nicht sicher. Suchen wir auch nach Barbarigo? Ist er einer der Verschwörer? Ich meine, wird ja irgendwie passen, oder? Emilio Barbarigo hat sich im Palazzo Zeta versteckt. Doch, er ist es. Hier, Rodrigo Borgia, an den dachte ich. Okay, Emilio Barbarigo ist aber der Venezianer. Das ist das. Und den müssen wir dann erledigen. Aber an ihn natürlich ranzukommen wird verdammt schwierig, weil da haben wir auf jeden Fall ganz Venedig gegen uns. Zumindest den größten Teil von Venedig. Ich denke, wir haben auch schon ein bisschen Bekanntschaft mit dem Widerstand gemacht. Zumindest in der Hinsicht, dass die eine uns nichts geklaut hat. Irgendwie auch komisch. Na, schau mal. Wird auf jeden Fall noch spannend. Aber das sehen wir dann erst das nächste Mal, wenn es dann weitergeht mit Assassin's Creed 2. Wenn wir uns dann hier weiter in Venedig umschauen. Also dann, ciao.